Bleiben wir dann doch gleich in der chinesischen Mannschaft, kommen wir zu Liang Fuliang, der schon etwas älter ist, 24 Jahre alt nämlich. Auch er gehörte der Mannschaft an, die in Aarhus die Goldmedaille gewann. Und natürlich war er auch hier im Goldteam von Stuttgart dabei. Er ist ein richtiger Teamspieler, hatte in Aarhus kein einziges Finale erreicht, beginnt aber etwas souveräner. Mit dem Jugara gestreckt, war er 8. im Mehrkampf, da war seine Bodenübung nicht ganz so souverän. Und die ersten Beinbahnen waren in Ordnung. Also er der erste Turner, der wirklich das volle Programm absolviert. Teamwettbewerb, Mehrkampf und das erste Gerätefinale. Das Rundspreizen. Bei dem Japaner anstand ist ein C-Element, also 0,3 im Bonus. Da gilt es kurz zu fixieren. Eins, wundert zwei mich, und dann. Wundert mich eigentlich, dass das immer noch ein C-Element ist. Ja, ist aber trotzdem noch schwierig genug. Man kann ja nicht alles dann bis in die niedrigsten Stufen abwerten. Ah. Und der Fehler beim mit der 2,5 Schraube. Ja, er ging das Risiko ein, er wollte die öffnen, die 2,5 Schraube, damit er genau zum Stand kommt. Ja, das war ein Tick zu zeitig und dann hat man keine Chance mehr, unter den Körperschwerpunkt zu kommen. Tja, Yubin Huang registriert das nicht unbedingt mit Wohlgefallen, der Trainer der chinesischen Mannschaft. Das muss im nächsten Jahr besser werden, Jungs. Denn vor allem die Gerätefinals wollen sie dann auch sicher weitlich ausnutzen, um Medaillen zu sammeln in Peking im nächsten Jahr. Nochmal die Bahn von Liang Fuliang. Anderthalb Drehung, zwei C-Elemente. Gibt es dann dafür 3/10 für jedes C-Teil und 1/10 für die Verbindung, also 7/10. Im A-Wert, die 5-Elemente-Gruppen muss man realisieren, Abgang mindestens D. Und der kommt auch in etwa auf 6,4 im A-Wert seiner Übung. Also könnte maximal 16,4 Punkte erhalten. Es wird aber unter 16 gehen aufgrund der Fehler, die wir gesehen haben. Und der Sturz, ja, kommt ja noch erschwerend mit hinzu. Also die beiden Chinesen haben nicht die Wertung oder die Leistung auch gezeigt der Qualifikation. Die 15,7, die er in der Quali erhalten hat, die wären schon schwer. Denn auch wenn er den Sturz quasi vermeidet, es war letztlich ja nur ein grober Standfehler. Er war weder mit den Händen noch mit dem Hintern am Boden. Aber 0,4 Punkte werden es auch sein. Ja, 0,5. Ich denke mal, es wird keine Mehrfachbestrafung geben für jeden Schritt. Man sagt, jeder große Schritt 0,3, 4 Schritte 1,2. Also das soll auch vermieden werden. Die Turner werden für einen Fehler nicht doppelt bestraft. Der wird bestraft genug, glaube ich, mit seiner Wertung. Fürchte ich. Ja, mit 15,125 ist auch da. Wir werden nach Lage der Dinge, das kommt immer darauf an, wie die anderen jetzt turnen, liebe Zuschauer.